Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zurück zu Phoenix Wright Ace Attorney. Letztes Mal Hey sind wir Leute. im. Chris, wie hörst du dich denn an? Was ist denn Ich hab los was bei dir? getrunken. Ja, da kannst du nicht Hallo durchs Getränk sagen. So, Doch. hat dir das der Glockenjunge gebracht? Gut, letztes Mal haben wir auf jeden Fall rausgefunden, dass Frau April May Mia abgehört hat. Jetzt ist die im Knast und jetzt suchen wir den anderen Typen und stecken den auch in den Knast. So einfach ist das. Okay. September der 7., 3:11 Uhr, Pimme. Im, ja, Besucherzimmer des Anwalts. Oh, Hallöchen, Mensch. Ja, Hallöchen, ja, wenn hallo. Ich hab nicht erwartet, dass mich jemand in so einem Denken-Place besucht. Die ist einer von den Freshen Kids von heute. Nee, tja. Es ist wirklich still. Bewegend. Was? Nicht! Sie beschissener Anwalt. Ich hoffe, Sie sterben. Und er da hinten einfach nur, ich mag meine Kapuze. Na, sind Sie gekommen, um mich auszulachen? Ja, dann lachen Sie doch die gefallene Miss May aus. Nein, eigentlich nicht. Ich wollte Sie nur etwas fragen. Tja, da ist aber nichts, was gefragt werden kann. Tja, haben Sie mich nicht genug gefragt, Sie Stachelkopf? Schon wieder. Bitte, Sie machen der Wache da hinten Angst. Nein, nein, mir geht's gut, mir geht's gut. Oh, tja, ja, was wollen Sie denn von mir, Als erstes würde ich gerne wissen, warum sind Sie so komisch? Okay, als erstes zeige ich meine Anwaltsmarke, weil jetzt geht's richtig los. Moment, Moment, Moment. Present, die Anwaltmarke. Hey, wissen Sie was? Tja, um genau zu sein, hasse ich Ihre Eingeweide. Das ist Ihre Einstellung, du Vollidiot. Also, verpissen Sie sich, weil ich nicht kooperieren werde. Danke für gar nichts, habe ich mitgekriegt. Okay. Okay, reden werde ich dann auch nicht, dann gehen wir einfach. Würde ich Okay, sagen. mal. Ja, gehen wir ins Gatewater Hotel, vielleicht treffen wir den Pagen. Den Glockenjungen. 7. September, Gatewater Hotel 303. Oh, oui, oui, sind willkommen bei mir zu Haus. War ganz toll heute, nicht wahr? Habe ich gut gemacht. Ja, danke. Tut mir leid, dass ich Sie da so einengen musste. Oh no, 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 nicht at all. Das ist alles okay, Sir. Was Sie getan haben, das haben der Reputation von unserem Hotel sehr gut getan. Der Reputation? Ja, oui, unsere Reputation. Reputation ist wie in die Hotel. Reputation. Die Hotel ist so toll, weil wir sind jetzt die Hotel mit dem Mörderer und der Wanze. Aber es ist nicht schlecht, ein Hotel mit Wanzen zu sein. Nein, nein, ist ganz gut, ist ganz toll. Deswegen ist er nur der Wir Glockenjunge. können jetzt den Premiumpreis verlangen für die Raum, wo die Frau May geschlafen hat. Wow. Frau May wurde doch nicht mit dem Mord angeklagt, oder? Naja, ich werde auch berühmt. Der Glockenjunge, der hat gebracht dem Mord die Eiskaffee. Warum fühle ich mich so, als wenn wir beide im selben schlechten Traum feststecken? Also, Ehrenwerte Gast, bitte fragen Sie mich, was Sie fragen wollen. Okay, erstmal zeige ich Ihnen meine Anwaltsmarke. Also, Moment. Tut mir leid, alles, was ich tun konnte, habe ich schon gemacht. War das Hotel, Sie wissen schon. Ich habe nicht wirklich auf die Beweise aufgepasst, also egal. Dann reden wir mit ihm über Miss May. Wegen Miss May. Oh, Sie, Sir, ich möchte nicht angeben, aber als ich Sie gesehen habe, habe ich mir gedacht, das wird sie tun. Was wird sie tun? Ich denke, die verdächtigste Person hier ist er. Okay, reden wir über den Mann, der mit Frau May hier war. Ich wollte Sie über den Mann fragen, der mit Frau May hier war. Oh, nee. Ich weiß, er sah aus wie eine wahre Ladykiller. Und dann hat er wirklich jemanden umgebracht. Eine Frau, wissen Sie? Hat gut geklappt. Also, naja, ich wusste es von dem Moment aus, wo ich ihn gesehen habe. Er und ich sind halt vom selben Schlag. Wir haben beide den Geruch von die Gefahr. Bei mir ist es aber das Plätzchen hier. Eins davon ist in den Zähnen. Dafür müssen Sie vorsichtig sein. Oh Mann, da stimmt mir aber zu, Herr Psycho-Page, ja. Wenn Sie ein Foto von dem Mann hätten, könnte ich ihn sicher identifizieren. Ein Foto, hä? Huh? Habe ich nicht. Okay. Können Sie mir etwas über das Hotel erzählen? Absolut, das ist kein Problem. Ich denke, ich habe eine exzellente Idee. Momentan heißt das Hotel die Gatewater. Ich denke, wir sollten einen Untertitel hinzufügen. Ein Untertitel. Die Gatewater Hotel. Das Horror-Mörderhaus. Na, wie klingt das? Geil, ne? Kannst machen. Was auch immer dein T-Set zum Fließen bringt, ja. Okay, tschüss. Wo gehen wir denn hin? Zu Grossberg. Ja!
7. September, Grossberg, Anwaltskanzlei. Sie haben Indiana Jones geklaut. Oh nein, ha? Indiana Jones. Sieht aus, als wenn Grossberg heute nicht dabei wäre. Er ist vielleicht mit Indiana Jones spazieren gegangen. Ich stelle mir das gerade so vor. Moment, wir untersuchen kurz die Wand, wo das Ding war. Eine Sekunde. War ja nicht ein riesiges Bild an der Wand? Ja, ganz genau. Guten Morgen. Es war ein Bild von, war es ein Angler? Von Marvin Grossberg oder Sonnenblume? Es war ein Angler. Indiana Jones, ja, Indiana Jones war auch ein Angler. Moment. Ne, war's? Ist mir doch eigentlich egal. Tschüss. Dann gehen wir wieder. Achso, gehen wir wieder. Ja, gehen wir zu Faye und Cole Law Office. Halt, der liegt doch auf dem Tisch. Na, ich bin jetzt zu Faye und Cole Law Office gegangen, das reicht erstmal. Aber warum? Na, weil ich gerne da hingehe und mit Gamschu und dem Fikus rede. Sieht aus, als wenn heute alle frei machen. Gamschu ist auch nicht da. Die Polizei macht auch nichts. Ich denke, ist auch nichts mehr da, was man machen könnte. Aber ich kann trotzdem mal schauen. Dann schauen wir uns jetzt den Fikus an. Endlich. Dürfen wir? Mhm. Mir ist Lieblingspflanze. Ich denke, ich muss sie jetzt gießen. Okay, Fikus. Ich gieß dich und wie ich dich gieße. Hm. Okay. Jetzt schaue ich mir die blauen Akten unten rechts an. Unten mir rechts. Ist Schreibtisch. Ja, scheinbar war es der Schreibtisch. Sauber, wie immer. Die einzige Sache, die fehlt, ist mir. Okay, dann schaue ich mir halt die Akten oben im Schrank an, auch die blauen. Du könntest nicht mehr Bücher hier reinstopfen, selbst wenn du wolltest. Die ganzen Fälle, an denen die Chefin gearbeitet hat. Hm. Fehlen da etwa ein paar Sachen? Nein, das stelle ich mir nur vor. Okay. Schauen wir uns das Bild an. Nö, wir gehen jetzt zurück zu Grossberg. Ich will jetzt wissen, was er da auf dem Tisch liegen hat. Moment. Oh, hier, guck mal hier, in der HD-Version siehst du sogar direkt, dass er es ist. Was sieht man? Na, das Bild. Du siehst direkt, dass das der Red Wright ist auf dem Bild. Siehst du das? Ach so. Schau mal, das hast du auf dem DS nicht gesehen. Was ist das denn? Alte Fotos? Liegen zwei davon rum. Etwas wurde mit dem Stift darauf geschrieben. DL6-Fall. Beweisstück A und B. Lass uns doch mal schauen. Schauen wir uns mal Beweisstück A an. Hm? Ich bin sicher, ich habe die Person schon mal irgendwo gesehen. Vielleicht leih ich mir das Foto aus. Sicher, dass niemand es vermissen wird, oder? Und es könnte vielleicht irgendwie wichtig sein. Hm. Beweisstück A? Nee, komm, schauen wir uns das nochmal an. Ein Foto. Das Foto nochmal, was da liegt. Ein Foto liegt auf dem Tisch. Oh, der ist sexy. Vielleicht sollte ich das austauschen. Na klar, Phoenix. Der sieht doch viel geiler aus als die Frau. Super. Wieso dürfen wir nicht beide mitnehmen? Es liegt jetzt da immer noch auf dem Tisch. Nee, nee. Ich habe jetzt gerade mit dem Bleistift auf das andere Bild sein Bild wieder drauf gemalt, sodass der Marvin Grossberg gar nicht merkt, dass das weg ist. Ich glaube, du musst ganz kurz, du musst entweder dein Mikrofon besser einstellen oder wir müssen doch wechseln, weil du bist abgehakt gerade eben. Och Mann. Chris, jetzt benimm dich doch mal. Alles gut. Bei mir ist alles gut, bei dir ist gar nichts gut. Wir machen ja keine Pause. Machen wir doch nicht. Nee. Wir gehen jetzt zurück zum Pagen und zeigen ihm das Foto von dem sexy Mann. Der wirkt auch auf mich wie ein Mann von Kultur. Der will das bestimmt sehen. Alles klar, zum Pagen. Präsentieren. Ja, das Foto. Schauen Sie sich mal das Foto an. Oh, kann ich das haben? Das ist er. Der sieht ja fast aus wie ich. Das ist er, Detektiv. Ich bin der Anwalt. Oh, natürlich, wusste ich doch. Ich wollte bloß sagen, Detektiv, Sie wissen schon. Nein, weiß ich nicht. Ohne Zweifel, das ist die Mann, die eingeschickt mit Frau May. Yay. Ja, Sie wissen schon. May, yay. Ich könnte wirklich sogar schreiben, dass ich gesagt habe, dass er die ist. Die Mann. Oh, das ist, na gut, aber soll er halt machen, ne? Also, darf er schreiben, oder? Ja, sicher, warum nicht? Natürlich, Mann, ich mache das. Ich mache die Affirmativ. Super, super, klasse. Ich bin jetzt schon die Page, die geschrieben hat, die Affirmativ. Schreiben Sie es einfach, okay? Super. Nicht mehr Frau May kann sich jetzt noch dumm stellen. Na gut, dann gehen wir jetzt zu ihr und zeigen ihr das Ding. Zurück in die Detention Center. Du schon wieder. Tja, kannst du keine Hinweise nehmen und wegbleiben? Nö, kann ich nicht. So. Oh. Außerdem habe ich einen Grund. Und ich bin nur wieder hier, weil du nicht mit mir redest, du olle Pfoff. Ach, das ist jetzt also mein Fehler. Ja. Tja. Du hast nicht nur hier stachelige Haare, sondern auch ein stacheliges Herz. Ja, und du hast Spliss. Das hast du nicht gesagt. Das ist es jetzt. Wenn der Fall vorbei ist, dann rasiere ich mir den Kopf. Okay, ich zeige jetzt die Aussage vom Pagen. Kann sich das mal ansehen? Was ist das? Na, das ist die Affidativ von unserem Pagen. Der hat uns gesagt, dass er alles gesehen hat. Also, auch den Mann, mit dem sie eingecheckt haben. Das war auf jeden Fall dieser Typ hier. Sexy, oder? Jetzt komme ich doch irgendwo hin.
Erfrischt der Hart. Ja, klar, das machen wir doch immer gern. Okay. Okay, das ist es jetzt. Alles oder nichts. Zeit für einen kleinen Bluff. Es lohnt sich nicht, sich dumm zu stellen. Wenn das wirklich nur ein Akt ist. Wenn sie nicht reden, dann werde ich das ja an die Presse nehmen. Was? Ich meine, auch wenn er vielleicht nur ein Zeuge ist, dann war dein kleiner Freund doch nicht da. Ich bin sicher, die Presse würde sich freuen und seine Reputation durch den Dreck ziehen. Oh, fein. Ich rede. Du hast gewonnen. Na klar, Mensch. Da hat sich gut angefühlt. Es ist doch toll, am Leben zu sein, oder? Ja, warum streckst du die Faust in die Luft? Weil hier eine dicke Scheibe zwischen uns ist und sie dir nicht ins Gesicht strecken kann. Oh Mann. Also, okay, alles gut. Erzähl mir, was mit dem Mann los ist, ja? Und beruhig dich ein bisschen, das ist nicht gut für deine Augen. Dieser Mann ist mein Boss. Red White. Rot-Weiß. Essen, ole, ole. Ah, ist das der Chef von McDonald's, ja? Der macht die Pommes. Der Präsident von McDonald's. Red Right, so mag ich meine Pommes auch. Von Blue Cop. Und ihr sammelt hier Informationen. Ihr sammelt Informationen. Warte, Moment. Nun ja, tja. Man kann es auch eine Detektivagentur nennen. Okay, ja. Also ist das der Mann, der mit dir in der Nacht des Mordes unterwegs war, ja? Ich hab Angst zu reden. Ich will nicht so wie sie enden. Was? Das ist okay. Ich werde einfach Herrn White selbst fragen. Kannst du mir sagen, wo Blue Cop ihren Hauptsitz hat? Nö. Ende. Mr. Red Right, endlich. Endlich habe ich einen Clou, der zu diesem Typen führt. Wenn April May das nicht gewesen sein kann, dann war er es wohl. Dann machen wir das doch mal. Warum haben wir die Aussage vom Bellboy jetzt weggeschmissen? Das wäre total geil, wenn wir die im Gericht noch hätten, ne? Ja, schon, ne? Warum hat er die jetzt weggeworfen? Weil es ein Dorftrottel ist. Und dann gehen wir jetzt zu Blue Cop und sagen, Red White, ich weiß, du warst das. Oh, guck mal, wer da hängt, Indiana Jones, Mensch. Ist er ja wieder. Darf ich mal anmerken, wie dieses Blue Cop total out of place aussieht? Das ist sexy, das ist das neue Modern. Siehst du diese geilen Adonis-Körper, die den Tisch halten? Siehst du die geilen Adonis-Körper, der Blue Cop hält? Das ist, glaube ich, ein Model von Red White selber. Ach so. Stimmt, Moment. Was ist denn mit dieser Inneneinrichtung los? Oh, willkommen. Bitte nennen Sie mir Ihren eigenen Titel, der Ihre Person beschreibt. Was? Oh, natürlich, Ihren Namen. Was ist Ihr Name? Ich habe nur den Titel mitgefragt, den Sie sich selbst aneignen. Wright, Phoenix Wright. Er fragt? Herr White, nicht wahr? Richtig, ich sehe schon. Sie sind richtig, Herr Wright. Hier sind Sie wirklich richtig. Das ist wirklich großartig zügig. Sicherlich habe ich Sie eingeschüchtert mit meinem gigantulösen Vokabular. Ja, das Einzige, was bei ihm gigantulös ist, ist sein Lachgetriebe. Die Krawatte ist geil. Darf ich mal anmerken? Red, White, gemischt wäre das pink und sein Hemd ist pink. Das war der Witz, Chris. Ich weiß. Was ist das Problem von diesem Typen? Dass er die Witze nicht schnell sieht. Ich bin Red White, der CEO von Blue Corp. Sie wissen schon, Corporate Expansion Official. Ich glaube, das steht nicht für Corporate Expansion, sondern für Corporate Executive Officer und nicht Official. Aber gut, tja, der wird sich ja auskennen, der ist ja hier der Chef. Ja, ganz genau. Meine Geschäfte, die bringen mich in Kontakt mit der Elite. Sie wissen schon, ne? Sie kennen Hogger, der ist Level 11 Elite. Ich kenne seinen Chef, Hogger. Ist gar nicht echt. Ich kenne seinen Chef, Hogger, aus dem Verlies, Level 25 Elite. Also, ich werde wohl nicht mit den weltlich behinderten Menschen reden. Was für ein Fruchtkuchen. Was? Lassen Sie mich raten. Sie sind ein Anwalt, der gerade aus der Schule gekommen ist, nicht wahr? Das ist die einzige Erklärung, warum sie mich einfach so selbst treffen. Was meint er damit? Gaudi, Mann, den Witz hatten wir vorhin schon ganz am Anfang. Oh Mann, er ist Amerikaner, ja, doch. Na, macht ja auch nichts, nicht wahr? Was macht ein mächtiger Anwalt wie Sie denn mit einem Mann wie mir? Oh, da fällt mir so einiges ein. Zum Schluss ist nämlich keine dicke Glasscheibe. Oh Mann, die Arroganz von diesem Typen, die ist wirklich unglaublich. Reden wir mal mit ihm über Frau May. Frau May ist eine Angestellte von Blue Corp, nicht wahr?
Das ist natürlich richtig. Sie war meine Sekretärin. Sekretärin. Es war ein ganz schöner Schock zu hören, was sie getan hat. Also wirklich, sich erwischen lassen? Das ist amateurhaft. Warte, was sie getan hat? Sie meinen die Wanze? Na klar, wir bevorzugen Käfer. Sie wird bezahlt, Telefone anzunehmen, nicht sie abzuhören, ist doch klar. Sie sammelt Informationen als Teil ihrer Aufgaben, aber ich kann Ihnen versichern, wir werden keine illegalen Methoden dulden, die an die Öffentlichkeit gelangen. Es ist ziemlich, naja, nicht effektiv führend für unsere Firma, wenn sie das tut. Hört sich an, als wenn er Frau May in einen Sündenbock verwandeln möchte. Darf ich mal anmerken, dass da hinten jemand immer noch seine Quest nicht abgeschlossen hat, weil die Quest immer noch grau ist? Ja, die kann er ja auch nicht abschließen. Phoenix lebt ja noch. Okay, Nacht des Mordes. An der Nacht des Mordes waren sie da in April Mays Hotelzimmer? Ho, wer kann das schon sagen? Ich meine, ich beachte weniger irgendwelche weltlichen Umstände wie Zeit und Ort. Ich bin nicht an die kosmischen Geflogenheiten dieses Universums gebunden. Meine Zähne glitzern. Mein Motto ist, keine Sorge, einfach Frage, ne? Der Bright, der wird's schon regeln. Sehen Sie meinen Arsch. Was ist denn Frage, bitte, fünfmal? Das ist Ostdeutsch für Frage. Naja, schauen Sie mal. Sehen Sie meinen Arschkill? Das habe ich mir operieren lassen. Das ist das neue Sexy. Aber, Herr White, der Hotelpage hat festgehalten, dass er sie in dem Zimmer gesehen hat. Ja, schade, dass sie diese, naja, Mitteilung weggeworfen haben. Sie könnten mir das ja jetzt zeigen, wenn sie es dabei hätten. Aber, naja, Mensch, macht ja nichts. Das stört ja keinen. Nein, ist ganz egal. Der Page kann sagen, was ihn bedingt. Nach gut Dünken seines Amtes wird er wohl nicht weit kommen. Ich werde nicht mit Ihnen reden. Und wenn Sie mit mir reden wollen, dann machen Sie das mit dem Zeugenstand. Aber ich glaube nicht, dass Sie die Kraft haben, mich davor zu laden. Er stellt eine gute Frage. Eigentlich, warum hat die Staatsanwaltschaft ihn nicht als Zeugen aufgerufen? Er sollte alles gesehen haben, was April May gesehen hat. Das ist ganz lustig. Die Polizei, die Gerichte. Für mich sind sie alle nur Spielzeuge. Spielzeuge für mein Amüsement. Ach so, Mensch, das ist ja schön. Und was ist mit Blue Corp? Ja, das ist geil, ne? Was für eine Firma ist Blue Corp denn eigentlich? Oh, das ist eine exzellente Frage. Wir kaufen und verkaufen verschiedene Informationen. Ich habe hier einen detaillierten Katalog über die Farbe ihrer Unterhose in den letzten 3 Jahren. Oh, das ist ja interessant. 26,99. Dankeschön. Wir sind eine Firma der Zukunft. Sie könnten sagen, wir sind die Zukunft. Sie verkaufen Informationen? In nur 10 Jahren habe ich dieses Geschäft in dieses riesige, naja, Business aufgebaut, das Sie jetzt hier vor sich sehen. Indiana Jones arbeitet für uns, sehen Sie. In jedem... Mal ganz ehrlich. Ja? Wo ist es ein Fischer? Da ist... Ich weiß... Keine Angel. Keine Angel, der. Ich glaube, im Hintergrund, das ist ein See. Ja schon, aber er hat keine Angel. Gaudi-Mann hat gerade eine ganze Packung Ben & Jerry's gegessen. Kann man so machen. Ja. Aber auf jeden Fall, er schaut ja auch vom See weg. Na, vielleicht hat er Angst, dass die Fische nicht kommen, wenn er hinguckt. Naja, ganz egal. Wenn Sie sich gefragt haben, Blue Corp wurde nach der Farbe Blau benannt. Weil ich bin auch auf Blau, wenn ich auf der Arbeit erscheine. Ja, Arsch, damit hätte ich nicht gerechnet. Denn ich bin Red White von Blue Corp. Und als Gründer und CEO habe ich so genannt. Und deswegen heißt das jetzt so. Und warum, fragen Sie? Naja, weil Blau eine schöne Farbe ist. Fantabulös, ja, nicht wahr? Ne? Schokoschreck am Fischer kann man auch mit einem Netz sein, das im See platziert ist. Ja, und der Gesichtsausdruck des Fischers sagt uns, so, und jetzt warten. Nein, soll ich dir sagen, was da passiert ist? Der Fischer guckt so verwirrt, hat das Netz in den See gepackt, aber nirgendwo festgebunden. Das ganze Netz ist einfach untergegangen und sitzt da. Na, scheiße. Jetzt kann er das Netz... Ist komplett abgehackt. Ich hab gesagt, der hat das Netz in den See geworfen, aber nirgendwo festgemacht. Und das ganze Netz ist untergegangen. Und jetzt sitzt er da. Jetzt ist sein Netz weg. Jetzt ist sein Netz weg, ja. Fantabulös, nicht wahr? Und das Bild von Marvin Grossberg ist auch weg. Das ist nämlich jetzt hier. Ja, okay, reden wir mal darüber. Ich würde Sie gerne etwas fragen. Na, was wäre das denn? Na, das riesige Gemälde da an der Wand. Das ist wunderschön. Ja, ist wunderschön. Es ist ein wirklich tolles Kunstwerk. Ja, großartibulös, nicht wahr? Ja. Warum... Mach ich Smalltalk mit ihm? Reden wir nochmal über das Gemälde. Ja, bitte. Und das große Gemälde da. Das habe ich schon mal gesehen. Sie wissen, ich habe das schon mal gesehen. Oh! Gerade gestern, um ehrlich zu sein. Und was ist Ihr Punkt? Mein Punkt ist einfach. Meine Frage ist relativ einfach. Warum hängt das Gemälde an Ihrer Wand?
Na, weil ich es da hingehängt habe. Ist doch ganz einfach, sind Sie bescheuert? Herr Falsch, nicht wahr? Nein, Herr Wright. Ja, sieht aus, als wenn Sie Ihre Position nicht ganz verstehen, aber das ist nicht schlimm, ich kann Ihnen das gerne erklären. Ich frag nochmal, wer sind Sie? Ein Anwalt? Nein, mein kleiner Freund. Sie sind nur ein Anwalt. Nichts wert. Zippo, nada. Zich. Ich weiß nicht mal, was das heißt, aber Mensch, ist mir doch egal. Ich kann sie kaufen. Ich kaufe einfach den Duden und schreibe das Wort mit rein. Also, das ist eine schlechte Entschuldigung für einen Anwalt. Dieser Grody Burger. Was? Oh. Aua. Uff. Oh, au. Er hat mich geschlagen. Naja, Herr Anwalt, ich habe diese Schlagringe hier nicht umsonst. Die waren auch teuer. Was wollen Sie jetzt tun? Wollen Sie mich wegen, naja, Körperverletzung anklagen? Machen Sie ruhig. Freue ich mich. Dann werden Sie schuldig befunden werden. Was? Ja, hören Sie mich. Die Polizei, die Gerichte. Sie tun alles, was ich will. Also sagen Sie, aber ich frage mich, ist das überhaupt möglich? Ich denke nicht, dass Sie das verstehen. Das ist eine Welt ganz abseits Ihrer Vorstellungskraft. Er hat sie Obelix gemacht. Mhm. Obelix hat auch in einem, ich glaube, wo war das? Ich glaube, in diesem Film, wo es nach Amerika rüber ist, dann hat er auch das Netz ins Wasser geworfen und es fest. Oh nein. Na, dann hat die Fische wahrscheinlich mit der Hand rausgeholt, so wie ich ihn kenne. Nee, dann haben sie sich bestritten. Oh Mann. Ja, du bist hier von Grody Burgers Platz gekommen, nicht wahr? Herr Grossberg, ja. Dann sollten Sie ihn fragen, warum hängt sein Gemälde etwa in meinem Büro? Ist doch seltsam, nicht wahr? Was ist er denn für ein Trottel? Ich hab ihm gesagt, Sie zuzeln wie ein Preuße. Und wenn Sie mir das Bild nicht geben, dann bringe ich das an die Presse. Und Preuße, Presse ist sehr nah beieinander, wissen Sie? Da wird er sich natürlich nicht freuen. Tja, vielleicht erzählt er Ihnen dann, was passiert ist. Vielleicht will er erklären, wie ein Mann ein Leben nur für persönlichen Profit leben kann. Los jetzt! Skedaddle, hauen Sie ab. Ab weg. Tschüss, wir haben nichts zu diskutieren. Na, gehen wir halt. Gehen wir zu Grossberg. Gehen wir zu Grossberg. Ich frag den jetzt, was ist denn los? Ja, grüß dich Gott. Oh mein Gott, Alter. Dein Bild ist weg. Kannst du nicht einfach weggehen? Ich wünschte, das Bild wäre noch hier und du wärst weg. ich denke, er hat mich nicht bemerkt. Vielleicht sollte ich... Ja, spring die Jodelhosen. Was das hast du echt toll übersetzt, Chris. Oh, ja, du bist's. Na klar. Was ist denn los? Du siehst so niedergeschlagen aus. Wie ein alter Mann am Ende seiner Tage. Ja, das liegt daran, dass ich alt bin. Danke, Sherlock. Aber ich bin auch noch nicht senil. Tja, ich hab auch nur wirklich über das ganze Skedaddle hier nachgedacht. Irgendwas bedrückt ihn, das ist klar. Und zeigen wir ihm erstmal meine. Ich zeig dir erstmal meine Anwaltsmarke, so. Hatten wir das nicht schon mal? Ja, egal, machen wir halt nochmal. Ja, es tut mir leid, mein Junge, aber kann ich dir nicht mithelfen. Dann zeige ich ihm das Bild von Red Wright. Tut mir leid, Sir, ich habe mir das hier ausgeliehen. Ja, also du warst das, hä? Diebstahl in meinem Büro. Wer ist dieser Mann? Ja, das sind lange Geschichten. Tja. Ja, aber das brauche ich jetzt schon zurück. Das ist meins. Er möchte nicht darüber reden, komisch. Ich sollte ihm vielleicht das Foto wiedergeben, ja. Bitteschön. Was tun wir jetzt? Dann reden wir mit ihm über heute. Also, haben Sie sich den Fall angesehen? Ja, natürlich habe ich das. Aber, wissen Sie, letzte Nacht, da hat mich echt was gestört. Stehen's? Ich hab nicht schlafen können. Wirklich? Was war das denn? Ja, wissen Sie, der eine, der Saubratzel da mit seinen pinken Haaren, der hat mich Jodelzupfler genannt. Der Sauber ist der Lebendige. Ja. Und ja, das arme Mädel da, die Schwester von der Mia. Mr. Grossberg, keine Sorge, ich bin da an was dran. Ich habe nämlich betagte Quellen, die mir erzählt haben, dass Red Wright im Münchner Hofbräuhaus seine Weißwurst mit Messer und Gabel isst. Oh, das ist ein Hochverrat. Dafür gibt's nur eine Strafe. Die Guillotine. Die Guillotine. Die Guillotine.
Jetzt haben wir aber zwei drückt, ja, aber... Ja, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn die dem armen Mädel da was so Schlimmes getan hätten. Ja. Oh Mensch, ja, gut, dann reden wir mal, warum du abgelehnt hast. Ich hab sie schon gefragt, aber warum wollten sie die Verteidigung nicht übernehmen? Ich denke, ich habe das Recht, das zu erfahren. Ja, richtig, Mr. Wright. Es tut mir echt leid. Es ist nur so, dass ich ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken braucht habe. Entweder sie reden oder ich zerdepper ihre Bierfässer. Ja, es scheint wirklich beunruhigt zu sein. Wäre ich an seiner Stelle auch. Ich habe das Gefühl, dass ich weiß, woran es liegt. Reden wir über Mr. Wright. Also, ich habe Blue Corp besucht. Ja, das verstehe ich. Herr Grossberg. Ja. Ich muss zugeben, etwas... Ja, Mensch. Etwas hat mich sehr beschäftigt. Schlägt Mr. Wright jedem ins Gesicht, der ihn besucht? Ja, wissen's... Sehen Sie mal nass. Deswegen hat er seine Augen die ganze Zeit so zugekniffen, weil er Angst hat, dass gleich der Nächste dann setzt. Sehen Sie mal nass. Ja. Ich war einmal ein Windgräser. Dann hat er mir einfach nichts hat er mir ein Backpfeifer gegeben, ein Bockfutzen, dass ich immer gewusst habe, wo hinten und vorne ist. Und seitdem habe ich mir die Augen nicht mehr auf die Angst gehabt, dass jetzt im Moment immer einer kommt. Aber was ist denn? Was ist dein Problem? Sehen Sie, ich habe ein Problem. Die Szene jetzt nicht erwartet. Ja, also das Gemälde an der Wand, ja? Herr ja. Grossberg, Sir, bei allem Respekt, da war ein riesiges Gemälde da an Ihrer Wand. Man sieht sogar noch den Umriss. Sie wissen schon, das, was Sie nicht loswerden wollten. Ich hab's gesehen, heute. Es war im Büro von CEO von Blue Corp, Red Wrights Büro. Das haben Sie also bemerkt. Ich glaube, das hätte ich mir denken können, dass Sie das gemacht haben. Ist ja ein großes Gemälde. Herr Grossberg, ich weiß, Sie und Mr. Wright sind irgendwie verbunden. Verbunden, sagen Sie? Ja, und ich weiß genau, was es ist. You are lovers! Ihr liebt euch! Das sage ich jetzt wirklich, ja. Ich kann das nicht verstehen, aber Sie und Mr. Wright, Sie lieben sich, nicht wahr? Sag mal, bist du jetzt deppert, nur? Ich kann das verstehen, er hat auch schon ein großes Vokabular. Sie haben ihm das Gemälde desselben geschickt, oder? Als Zeichen. Zeichen der unsterblichen Liebe. Ja, Bur, was ist denn los hier? Bist du mit deinem Hirn gegen eine Wand gebrettet, oder was ist los? Ja, schon. Du lässt deine Zäune aber ganz schön mit dir wegrennen. Na, deswegen hat er mich geschlagen, als ich ihren Namen erwähnt habe. Ja, wo hast du denn die Idee? Ich verstehe nicht ganz, wie können Sie... Das ist, weil ich nicht in ihn verliebt bin. Bist du blind, oder was? Jetzt aber mal Schluss mit dem Scheißdreck. Ich schlug mein Würde runter, als wäre es auch Weißwurst und erzähle jetzt alles. Siehst du, man muss nur so lächerlich an die Leute kommen, dann reden sie einfach von selber. Ich wusste es. Sie lieben sich. Nee, wir haben nichts miteinander zu tun. Es ist alles okay, Herr Grossberg. Ich meine, das Einzige, was noch größer ist als Red Whites und Capola, sind Sie. Das ist aber schön, dass du es bemerkt hast. Rot-Weiß ist ein Mann, der sein Geld mit komischen Dingen macht. Moment, denn verkauft er seinen Körper an Männer wie Sie? In der Tat, das ist so. Ja, wissen Sie, Blue Corp, das ist eine Firma, die damit lebt, dass die andere Leute ihre Schwächen rausfindet, so leid es mir tut. Boah. Ja, und ich hab die jetzt seit 15 Jahren bezahlt und nichts habe ich zurückgekriegt von den Saupreisen, von denen ich in Rente gehe. 15 Jahre? Sind ja, Sie 15 denn, Jahre. Sind Sie denn schon 15? Na, eigentlich bin ich 14. Ja, seine Mutter hat, als sie mit ihm schwanger war, hat sie schon angefangen, Red White zu bezahlen. Wissen Sie, als dieser Red White meine Mutter geschwängert hat. Nein, halten Sie den Mund, erzählen Sie, was passiert ist. Da hat der angefangen, Schutzgeld für mich einzutreiben. Da war ich noch nicht einmal in der Eizellen drin. Stell mal vor, du verlangst Schutzgeld von deinem Sohn. Der Red White, das ist so einer, der den Schutzgeld von deinem ungeborenen Sohn verlangt. Ja. Ja, deswegen diesen DL6-Inzident, falls Sie es schon erraten haben. Inzident ist Vorfall. Ja, das weiß ich auch, du Depp. Dann red doch auch mal wie ein normaler Mensch. Dann red ich nicht bayerisch reden. Der Name hinten auf den Fotografen. Ja, der Fotograf, der... Der hat eine
den Fünfer von hinten auf den Fotografen geschrieben. Und als der Fall vorbei war, haben sie den in die Polizeiarchivkammer gestellt. Und wenn du jetzt da reingehst, kannst du anhand der Fallkennzeichnung diesen Fotografen raus und erzählt dir dann, wann er die Fotos gemacht hat und wo. Hallo, lass mich immer raus. Nee. Wie sie sich auch vermutet haben, ja, konnte die hier nicht im Zeugenstand oder in der Verteidigung für Maya stehen. Nee, ging einfach nicht. Doch, der Weid, der hält mich zerstört. Nee. Das ging einfach nicht. Ja, wenn die sich dann heute Abend wieder treffen zum Techtelmechtel, hätte er ihn zerstört. Der hält mich zerstört wie Maya. Ganz ja, ruhig, Opa, ganz ruhig. Alles gut, das ist also die Verbindung. Ja. Ja. Ja, das ist ganz schön hart, dass ich die Szene erzähle. Nee. Ja, da war noch was ganz anderes, glaube ich. Ja, wissen Sie, was noch hart ist, mein Leben. Ja, so sehen sie auch aus. Ja, aber den Red White einzusperren, das ist unmöglich denkbar. Weißt du, wie der aussieht? Wissen Sie, was auch hart ist? Diabetes Typ 2. Ja. Nee, ey. Ja, machst du jetzt weiter oder soll ich da nur 10 Stunden? Nein, unmöglich! Warum? Ja, danke schön. Danke schön, das ist super. Ja, er hat Informationen von jedermann. Ja, er hat eine Möglichkeit, den Eisenfaustling zu nehmen. Was, wenn ich die Fotos selber auf Twitter teile, weil mir nichts peinlich ist? Ja, dann nutze. Ja, Mensch. Er besitzt Richter, Anwälte, Staatsanwälte, die Polizei, Politiker, den kleinen Struppi da von der Polizei. Was? Ist mein Gabschuh. Was? Ja, was jetzt? Ja, immer mit der Ruhe. Was? Ja, die sind verbunden. Und unmöglich, dass sie sich gegenseitig wehtun. Ja. Und ja, und so. Da darf ich dich mal kurz was fragen. Es gibt doch richtig viel Fanarts, wo dann irgendwelche Charaktere zusammengezeichnet werden, wie die sich lieben, küssen und sonst was tun. Es gibt die Option, dass man Marvin Grossberg sagt, dass er mit Red White zusammen ist. Glaubst du, da gibt es auch Bilder? Weiterlesen. Ja, weiterlesen. Ja, schau mich nicht so an. Was? Ja, was? Was du da siehst, das ist das Gewicht von vielen Jahren. Viele Jahre Diabetes. Ach, der arme Mann. Nee, dann tut mir das leid. Was ist eigentlich mit dem DL6-Fall los? Was ist der DL6-Fall eigentlich? Ja, DL6 ist nichts mehr als Polizeicode für den Fall. Ja, Mensch. 15 Jahre ist jetzt hier. 15 Jahre. Ich dachte, sie sind erst 15. Ja, sie sind schon mal. Fall DL6, die Geburt Marvin Grossbergs. Ja, ich habe damals Anfragen von so einem Medium erhalten, so einem Geistermedium von den Ghostbusters. Ein Medium? Ja. Ja, ihr Name war Neblig Fay. Oh, Fay! Wir haben Pommes! Ich glaube, wenn Sie erzählen, mir ist zu gefisst worden, ich kann ja Ruhe was essen, aber nö, nee, Herr Grossberg, nö! Nee. Ich muss Ihnen ja auch immer noch einen Schwack fahren, nö, nee, jetzt red ich! Ruhig die doch einmal, gut. Das war der Mia, ihr Mutter. Mia Mutter? Ja, Mia Mutter. Warte, der den kennt, Mia Mutter, den kenne ich, der hat Super Mario gemacht. Ja, sie hat in einem Mordfall ermittelt und die Polizei hier unterstützt. Aha, ja, gut. Und sie hat versagt. Ja, das kenne ich. Mach ich auch immer. Tja, und deswegen hat die Polizei es ja Fälscherin bezeichnet. Ja, das ist natürlich schlecht. Ja, das war nicht gut. Da hat Maya neulich was erzählt. Ja, ich hab alles gemacht, was ich konnte, aber ich hab am Ende dann nur rausgefunden, dass sie Scheiße gebaut hat. Nein, er hat ja gerade gesagt, dass er am Ende klargestellt hat, dass sie das nicht falsch gemacht hat. Ja, sag mal, hast du mir hier gerade Wörter in den Mund gelegt? Die schmecken vielleicht gar nicht. Weißt du, was auch nicht schmeckt? Deine Attitüde. Tja. Ja, der Mordfall, wie auch immer, ist bis heute noch nicht gelöst. Mm-mm. Okay. Was? Das ist der Fall DL6. Kein Ding löse ich noch. Mach ich. Kein Problem, okay, machen wir weiter. Und warum hat er dich geblackmailt? Hä? Er ist doch Mr. White, warum hat er dich nicht gewhitemailed? Ja. Herr Grossberg, haben Sie da eine Erklärung? So, jetzt will ich mal hören. Jetzt warten wir da. DL6. D steht für Dark, L steht für Letter und 6, ja, das wissen wir alle, was ist. 6 Seiten setzen. Richtig, 6 setzen. Und es war top secret. Okay. Das hat schon Sinn gemacht. Die Polizei hat keinen Bock gehabt, dass die bei der Bevölkerung zum Narren gehalten wurden, so mit Lachgetriebe und so. Nee. Weil die ein Medium benutzt haben.
Die denken sich ja, mein Gott, ist die Polizei narrisch geworden oder sowas. Spielen die alle das? Ja, musst du dir selber mal vorstellen. So ein Mordfall und die Polizei ruft dann Uri Geller an den Zeugenstand. Shalai Shalom. Shalai Shalom, die Löffel lügen nicht. Jetzt stell dir, das musst du halt mal so vorstellen. Ja. Jetzt stell dir mal vor, du arbeitest bei der Polizei und denkst dir so, scheiße, jetzt komme ich nicht mehr weiter. Okay, dann sage ich, ich kündige. Entweder kannst du kündigen oder du rufst bei 9 Live an und lass dir die Karten legen. Das funktioniert aber nicht, weil du bei 9 Live nicht aus der Warteschlange rauskommst. Ja, das ist es halt eben. So, das konnten die halt die Leute nicht wissen lassen. Ja, sonst hätte die keiner mehr bei 9 Live angerufen, der Sender hätte pleite gemacht. Stattdessen mussten sie verbieten, weil viel zu viele Rentner da angerufen haben. Genau, das ist es nämlich. Aber eure Person hat es rausgefunden. Dass 9 Live scheiße ist, das war Red White, richtig? Weil ich es immer erzählt habe. Sie haben gesagt, dass 9 Live scheiße ist. Das können sie doch nicht machen. Ja, ganz ehrlich, ich habe da 23.000 Mal angerufen und nie bin ich durchgekommen bei dem. Mal kurz was beiseite, ne? Meine Oma hat da früher wirklich angerufen, ne? Weil sie mal wusste, ich habe das Rätsel gelöst. Ja, jeder hat das Rätsel gelöst. Das war die Frage, nennen Sie ein Tier, was auf dem Wasser schwimmt mit 4 Buchstaben? Und es war bestimmt nicht Huhn. Jo. Muss wissen, der hat mal ein bisschen ein Bargeld abgedruckt. Es ist wirklich eine Peinlichkeit für mich. Ja. Ja, weil ich geredet habe, hat. Was soll ich dazu sagen? Da wird die Polizei verarscht bis zum Gehtnimmer. Wird sie doch sowieso. Schaust du dir auf Comedy Central über diese Roast-Serie an, da ist nichts dagegen. Ja. Ja. Mhm. Ja, bitte. Ja, und im Geheimen haben die natürlich geschaut, wer hat die jetzt verraten. Welcher Depp hat denn da geschwätzt? Eigentlich bin ich ja nicht zu übersehen, wenn man mich so anschaut mit meiner gelben Krawatten. Ja, aber die reden ja nicht viel, ne? Ja, richtig, die reden nicht viel. Ja, natürlich hat Mike das rausgefunden und der ist zu mir gekommen. Meinen Sie zu oder in? Das möchte ich nicht beantworten. Ja, und nur, dass es diesmal halt eben die Schwarzmail war, oh, die mir anwundert. Nicht die Kettenmail, sondern die Schwarzmail. Oh shit. Ich seh schon. Wenn er so sein Kind anhebt, ist es so, als würde er auf einmal was zum Essen riechen. Ja, riech ich da Spargelsaison. Ja, sag doch mal, riech ich da frische Weißwürst. Nee. Sowas haben wir hier oben nicht in Norddeutschland. Weit kontrolliert das Gesetz von dem Land und ja, wie sie mal gefällt. Okay. Wenn du ihn herausfordern würdest, Spur. Das sag ich da. Dann schau gut in mir im Office nach. Büro. In mir ist Büro? Die hat da bestimmt ja. So ein Zettel irgendwo liegen. Red White ist Scheit. Oder so. Ja, genau. Na, da steht. Der Rot-Weiße, den finde ich scheiße. Ja. Eine gute Weißwurst ist man nur mit dem Weißwurst-Senf. Rot-Weiß, Weißwurst gibt's nicht. Das ist scheiße. Ach. Sie hat jeden seiner Schritte auf Jahre rausgefunden und befolgt und was weiß ich alles. Ja, vielleicht hat sie was rausgefunden und aufgeschrieben, was sie rausgefunden hat. Okay, danke. Tschüss. Jo, Budget. Ich zeig dir nochmal schnell meine Anwaltmarke. Und danach zu Fay und Co. Ja, okay. Das war's noch wert. Okay, auf zu Fay und Co. Es ist lustig, sich diesen Raum anzuschauen. Das fühlt sich normal an. Schwer sich vorzustellen, dass hier jemand ermordet wurde, aber ich denke, es ist ganz einfach, weil die Polizei alles wieder aufgeräumt hat. Darf man das überhaupt, während so ein Fall noch läuft, den Tatort dann wieder herrichten? Ich weiß es nicht. Herr Gosberg hat gesagt, hier würden... Oh mein Gott. Was denn? Ich schaue hier gerade in Discord, Schoko schaut dazu und hat uns zugehört. Mhm. Und du hast doch gefragt, ob es zu Grossberg und Red White Shipping Bilder gibt. Oh nein, kannst du mir das und bitte nach dem Stream... tut es. Ach du Scheiße. Sie hat mir eins geschickt. Oh nein. Oh nein. Es ist schlimm. Herr Gosberg hat gesagt, hier gibt's Hinweise. Gucken wir uns die Hinweise an, okay, Chris? Hier gibt's. Ich kann dir sagen, wo es die Hinweise gab. Auf j.e-hentai.org gab's die Hinweise. Aber da reden wir jetzt nicht weiter drüber. Ich habe die Website-Nummer hier namentlich genannt. Schön, dass ihr alle mal nach Hinweisen suchen könnt. Warte, ich schick's dir ganz kurz, okay? Ich mach das auch nicht. Warte kurz. Uff, ja. Wo ist Pate? Ich schau mir jetzt die Hinweise an. Anschauen. Ich schick's dir auch eben schnell. Ja, danke. Einfach so. Ich würde Danke sagen, aber ich bin nicht dankbar. Schön. Okay, schauen wir uns nochmal die Ordner im Schrank an. Hier die grünen in der Mitte mal. All die Fälle, an denen die Chefin jemals gearbeitet hat, sind hier. Sind alphabetisch geordnet. Lass uns doch mal hineinschauen. Wo haben wir jetzt hingeguckt? Bei den grünen Ordnern im Schrank rechts.
Welche Sachen soll ich mir anschauen? Wir gucken uns mal T bis Z an, weil White unter W wäre. T-U, ich weiß schon. W, White. Moment, hä? Die ganze W-Sektion fehlt. Wurde sie mitgenommen? Ja, wahrscheinlich. Dann gucken wir uns das nochmal an. Dann schauen wir uns nochmal A bis I an, wie DL6, ne? Weil D ist ja zwischen A und I. Ach, schauen wir nochmal. Crossberg. Ja, der steht ja auch mit drin. A, B, F. Moment, was? Und I, S, I. Da hat er nicht viele Fälle gemacht, wenn sie von C bis E keine Fälle behandelt hat. Misty Faye, das ist Mia und Mayas Mutter. Soll ich mal reinschauen, Claw? Das bist du. Ach so. Was ist tarnished? Beschmutzt, oder? Beschmutzt. Beschmutzt. Ich habe den Namen Faye beschmutzt. Darf ich kurz was sagen? Gaudimann schreibt gerade, er guckt erst gar nicht auf das Bild. Ja, er guckt später nach dem Stream, da gibt's bloß nicht zu. Bestimmt gibt's auch ein Bild von dem Fischer, der an der Wand hängt, der dann auch zuguckt. Nur mit diesen Worten zurückgelassen ist meine Mutter verschwunden. Ja, mit dem Fischer. Tja. Ich habe mich entschieden und habe mich entschlossen, denjenigen zu finden, der meiner Mutter das Leben so versaut hat. Okay. Mit der Macht, die in meiner Familie bleibt, halte ich eine Audienz mit dem Tod. Oh, das klingt nicht mehr sehr so normal, aber gut. Ja, und endlich sind die Namen von zwei Männern aufgetaucht. Einer war Marvin Grossberg, ein Anwalt aus Bayern, der meine Mutter, die Informationen meiner Mutter für Reichtümer und was weiß ich alles verkauft hat. Okay. Und der andere war der Mann, der diese Informationen an die Presse verkauft hat. Ja, und dann ist Mia an die Presse gegangen und hat gesagt, Marvin Grossberg zutzt seine Weißwurst wie im Preuß. Ja, Marvin Grossberg zutzt seine Weißwurst wie im Saubreis. Ja. Dieser Parasit. Was auch immer. Was hat sein Glück auf Drohungen und was weiß ich aufgebaut? Fortune ist in dem Fall Reichtum. Achso. Sein Reichtum auf Bedrohung und Erpressung aufgebaut hat. Ah, okay. Und sein Name ist. Das hört ja auf. Also mir kennt Grossberg. Ja, okay, dann schauen wir uns die anderen Fälle auch nochmal an, oder? Die in der Mitte, die mittleren. Die J bis S. Lass uns mal sehen. J bis S. Nicht viel hier. Vielleicht sollte ich einfach mal ein paar durchschauen. Ja, machen wir. Ah, naja, man kann ja ein bisschen durchblättern, nicht wahr? Das Größte ist ein S. S-Suizid? Juhu. Sie hat ganz viele Selbstmordberichte dort drin gespeichert. Es gibt Politiker, Polizeibeamte. Hä? Das meiste davon ist in Bleistift geschrieben. White. Das ist Mias Handschrift. Warte mal, ich verstehe schon. Mia dachte, er ist in diesen Selbstmorden verwickelt. White hat sie alle zum... Oh mein Gott. Das kann ich benutzen! Jawohl! Ha! Ja, lass uns mal das Ekligste finden. Jawohl! So, und weil wir jetzt so ein guter Anwalt sind, gehen wir jetzt direkt zu Blue Cop und zeigen Red White das. Weil wir warten nicht bis morgen im Gericht. Nee, ich halte ihm das jetzt ins Gesicht, weil wir sind ja ein ganz toller Anwalt. Oh, Sie sind aber ganz schön aufmüpfig, mein Kleiner. Tut mir leid, aber ich muss Sie etwas fragen. Herr Anwalt... Ich hasse es wirklich, mich wiederholen zu müssen. Aber scheint so, als wäre die Nachricht bei Ihnen nicht angekommen. Ja, diesen dicken Schädel durchdringt wohl gar nichts. Lassen Sie mich in Frieden. Wenn Sie meine Geduld auf die Probe stellen würden, dann passiert vielleicht ein ekliger Unfall. Habe ich mich klar ausgedrückt, oder muss ein ekliger Unfall passieren? Transparent! Ja. So, dann zeige ich ihm jetzt mal den Zeitungsartikel, weil wir sind ganz, ganz schlau. Ja, wir sind der schlauste Anwalt in New York City. Das ist der einzige Hinweis, den Mia mir hinterlassen hat. Ich sollte das wirklich zählen lassen. Phoenix, mach's nicht! Herr White, sehen Sie das? Das ist ein Artikel, der die Selbstmorde von Politikern beschreibt. Ne, von einem, ja, okay. Steuern unterschlagen, ja? Das war Yoshi. Und dann eines Tages wurde das von der Presse herausgebracht. Am nächsten Tag hat er sein eigenes Leben genommen. Und warum sollte mich das interessieren? Ich habe diesen Artikel in Mias Büro gefunden. Frau Mia. Sie hatte einen ganzen Ordner voll mit solchen Artikeln. Jeder einzelne davon war mit einem einzigen Wort markiert. White. Ach du Scheibenhonig. Ja, das ist daher, da das Papier weiß ist, sie Dummkopf. Mr. White, ich weiß, was Sie mit diesem Politiker gemacht haben.
Sie haben ihn geblackmailt. Ja, sie haben ihn erpresst. Erpressung? Ho! Nicht nur ihn. Sie haben viele Leute erpresst und hunderte andere unterschlagen. Ja. Sie waren in vielen Selbstmorden befasst, die Mia untersucht hat. Diese ganze Firma ist auf Erpressung ausgebaut. Liege ich nicht richtig? Ha, das ist aber eine seltsame Anschuldigung, die Sie da haben. Herr Falsch! Was sollten Sie jetzt wohl am besten tun? Mich untersuchen? Nein, 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 ich denke nicht. Sie sollten für denjenigen suchen, der Miss Mia umgebracht hat. Hallo, hier spricht die Sekretärin. Mach du die mal. Hallo, hier spricht die Sekretärin. Es ist Spitzenpain. Herr Wong wird jetzt gerne gehen möchten. Ja, schon. Ja, Sir. Ich schicke ihn gleich raus. Security, Carsten Stahl, Zugriff. Warten Sie mal eine Sekunde. Herr White. Sie liegen falsch. Sie liegen falsch, Herr White. Entschuldige, Mo. Was ich jetzt tun sollte, ist hinter Ihnen her zu sein. Ah, was tun Sie denn jetzt vorschlagen, mein Herr? Mia hat Ihnen nachspioniert. Sie hat alles aufgeschrieben, was Sie getan haben. Und deshalb hat April May Mias Telefon abgehört. Dann wurde Mia ermordet und die ganzen Dokumente über sie sind auf einmal verschwunden. Also ist der Täter... Selbst ein Kind könnte das rausfinden, Herr White. Sie haben es getan. Sekretariat. Ja, wir brauchen keine Eskorte mehr für Herrn Wong. Bitte rufen Sie stattdessen bitte die Staatsanwaltschaft an. Natürlich, Sir. Einen Moment, bitte. Den kannst du auch mal, diesen Staatsanwalt. White, sind Sie das? Warum rufen Sie mich zu dieser Zeit an, Sie Vollidiot? Es ist 16 Uhr, ich weiß, die Beamten arbeiten nicht lange, aber Sie können sich ruhig mal den Arsch hochschwingen hier. Hallo, Herr Chefstaatsanwalt. Hallo? Ich habe meine Meinung geändert. Ich möchte morgen doch vor Gericht aussagen. Was hat das alles zu bedeuten? Naja, der Fall von Mia Fey. Ich habe den Mord gesehen, wissen Sie? Und, naja... Ein sehr wichtiger Zeuge, der ich bin, möchte gerne aussagen. Was? Warum jetzt? Ich dachte, Sie wollen nicht ins Gericht. Jetzt mal ruhige Kugel schieben hier, ja? Ich habe Ihnen gesagt, dass meine Nerven doch eine andere Laufbahn eingeschlagen haben, nicht wahr? Oh, und eine andere Sache noch. Senden Sie doch mal bitte kurz die Polizei hier rüber. Denn der Mann, der es getan hat, steht wohl direkt vor mir, denke ich. Er hat stachelige Haare, damit kann man schon jemanden erstechen. Er sieht komisch verwirrt aus, aber er könnte gewalttätig sein. Was? Was für ein Typ? Sind Sie... Hören Sie mir überhaupt zu? Sind Sie geistig, Sie wissen schon, gehindert? Der Henker, der Mann mit der Klinge, der Zerstörer, der Liquidator, der Killermann. Oh nein, nicht der Killermann, der kitzelt den richtig durch. Oh nein. Was? Mr. White, das ist nicht einer von diesen... Herr Chefstaatsanwalt. Ja. Ich glaube, Sie sind nicht in einer Position, Ihre Meinung zu meinen Forderungen nachzugeben, nicht wahr? Ich sage Ihnen, die Polizei jetzt zu senden. Habe ich Ihnen nicht gesagt, Herr Falsch? Sie sind ein einfacher Anwalt. Genau, wie Miss Mia das war. Wie können Sie das wagen? Ich werde den Finger auf Sie zeigen und Sie werden als der Mörder von Miss Mia festgehalten. Der Fall ist so gut wie abgeschlossen. Kein Anwalt wird Sie jemals verteidigen wollen. Ich habe Freunde in der Anwaltsgenossenschaft, wissen Sie? Sie werden einen Anwalt kriegen, der so schlecht ist, dass selbst Sie dagegen kompetent aussehen, ha? Ha? Mr. Payne. Nein, da sitzt er jetzt im Sekretariat. Ja, der hat morgen was anderes zu tun, Außeneinsatz. Sie kriegen Mr. Payne Junior. Der ist 3 Jahre und 2 Monate. Oh Mann, mir ist schwindelig. Detective Grimshaw. Zu Dienst. Putz, Harry Putz. Der haarige Putz. Das ist Hagrid. Eigentlich bin ich Wright, Phoenix Wright. Und mein Freund heißt Larry. Oh, stimmt. Tut mir leid, Kumpel. Putz war der Mörder, nicht wahr? Ja, Detective Gumshoe, nicht wahr? Ich zeige Ihnen der Mann, der Frau Mia Fey umgebracht hat. Was? Sie? Ja, aber das sollen Sie nicht wissen. Der da. Dieser lächerliche menschliche Abfall sollte jetzt in Gewahrsam genommen werden. Vielen Tschüss, Herr Wong.
September 8, 3:37, jetzt im Knast. Jetzt sitzt mir in der Glasscheibe. Ja. Ich kann nicht glauben, dass es nur einen Tag her ist, seit der erste Gerichtstag war. Und mein Fall beginnt morgen. Und White wird mir eine Falle stellen. Die Staatsanwaltschaft wird natürlich direkt drauf anspringen. Natürlich. Edgeworth auch. Ja, Edgeworth auch. Ein Anwalt sollte mich verteidigen und wurde mir gestern vom Staat zugeteilt. Warte. Ach, das ist schon der nächste Tag, ja? Ich habe abgelehnt. Ich hatte eine Idee. White! Mr. White! Oh, Maya, warum sitzt du eigentlich noch im Knast, wenn ich jetzt im Knast sitze? Nein, 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 wir sitzen jetzt beide im Knast. Ja, wir haben nur die Doppelzelle. Klasse, sie haben dich rausgelassen. Ja, und dich rein, nicht wahr? Cool, oder? Tschüss. Oh. Jetzt haben wir wohl die Plätze getauscht. Was? Meinst du etwa du? Ja, warum sitze ich wohl auf der anderen Seite der Scheibe, Maya? Ich habe erklärt, was passiert ist. Maya hat es nicht ganz verstanden. Sie hat ihr Bestes gegeben. Aber der Affe in ihrem Kopf mit den zwei Schellen war einfach zu stark. Das glaube ich nicht. Wie viele Leute will dieser Mann noch zerstören, bevor er zufrieden ist? Meine Mutter, meine Schwester und jetzt noch sie. Das ist zu weit gegangen. Der kriegt jetzt eine richtige Knülle. Ich gehe da jetzt hin und... Herr White, bitte sagen Sie mir, gibt's etwas, was ich tun kann? Naja. Defend me in court. Ja, verteidige mich doch im Gericht. Ja, hilf mir auszubrechen, sage ich. Echt? Okay, okay. Hör mir zu. Ich möchte, dass du mir hilfst, hier auszubrechen. Du meinst, aus dem Gefängnis? Ja, heute Nacht ist unsere einzige Chance. Na gut. Oh, ich hole schnell eine Pfeil. Während die Läden noch offen haben. Oh, oh, und du weißt schon, eine Seilleiter und ein Auto, mit dem wir abhauen können. Kannst du fahren? Kannst du fahren. Warte. Was? Ich hatte einen Scherz gemacht, das war ein Scherz. Nee, ehrlich? Nein, wirklich. Ich hatte einen Scherz gemacht, aber danke. Es ist schön zu wissen, dass du auf meiner Seite bist. Außerdem gibt es nichts, was du für mich tun könntest. Aber ich kann doch nicht einfach hier sitzen und nichts tun. Ich muss dem Mann etwas sagen, was ich denke. Mach das nicht, sonst sitzen wir beide hier drin. Nur ein bisschen was? Okay, dann komm morgen zum Fall. Ja, komm morgen ins Gericht. Oh, okay. Ich werde da sein. Wenn du mich brauchst, wir sind ein Team, wir halten alles aus. Ba, 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 ba. Ich werde ihm was zeigen. Du weißt schon. Zeigen. Die Zeiten ändern sich vielleicht, aber mit Verbrechen ist es immer dieselbe alte Geschichte. Ich meine, es ist sogar schlimmer geworden. Es gibt keine langen Gerichtsfälle mehr. Vor ein paar Jahren wurde ein Limit von 3 Tagen für Erstfälle eingeführt. Fast alle sind in einem Tag fertig, meistens mit einem Schuldspruch. Ich habe nicht gedacht, dass ich jemals selbst der Angeklagte sein werde. Mit dem wahren Täter als Zeugen. Das ist es. Morgen bin's entweder ich oder er. Und dann geht's auch bald weiter. Vielen Dank für alle auf YouTube, die sich das angeschaut haben. Bis